Ja, willkommen zurück, Leute. Und an dieser Stelle muss ich euch erstmal Grüße an Keystore rausdroppen. Und ich muss einfach mal dazu sagen, ich bin einfach nur dumm wie Scheiße. Die Teile sind anscheinend doch nicht optional. Oh, ich bin wirklich dumm wie Scheiße. Einen anderen Begriff gibt es dafür gar nicht. Meine unglaubliche Dummheit. Die Teile sind nicht optional. Wir müssen tatsächlich alle kaputt schießen. Und was ich bei ihm auch gesehen habe, hier, mach dran. Ja, das habe ich bei ihm gesehen. Genau das habe ich gesehen. Alles klar, Varon. Weißt du was, reite ich einfach in die letzte Reihe der hässlichen und schlechten YouTuber ein. Okay, wir probieren erstmal den da hinten auszuschalten. Jawohl, damit war's das mit ihm. Eigentlich dachte ich, ich hätte alle kalt gemacht gehabt, aber scheint auch nicht. Ich würde gerade sagen, ich habe festgestellt, dass ich besseres Aim habe als Keystore. In dem Moment verfehle ich natürlich jeden Schuss wie ein Profi. Ja genau, jetzt ist hier nichts mehr. Ja, gib her. Ja, spielst langsam auch mal gut. Ich bin nämlich schon gar nicht mehr da. Stellt der Kollege jetzt auch fest und macht einfach weiter. So, gib mir den hier, dankeschön. Ja, natürlich hast du mich gesehen. Was auch sonst. Rein da jetzt. Schön. Und geh kaputt. Alle ausgeschaltet. Ich rücke vor. Die Absturzstelle müsste in der Nähe sein. So dumm einfach. So dumm einfach nur. Was anderes fällt mir da gar nicht ein. Wie können Sie uns jemals verzeihen? Och, weißt du was, dann triff halt nicht, Alter. So eine Verarsche. Das Mistding war auch genau vor mir. Ich verstehe, die Leute würden es einfach vergessen. Statt Schmerz und Schuld könnte da Hoffnung sein. Hä, alles klar? Das war mehr als eine Erschütterung. Die Beben werden stärker. Wir müssen zur Absturzstelle. Wie, das war mehr als eine Erschütterung. Für mich war das eine auf den Kopf gefallen.
sehe die Absturzstelle. Ich auch. Ich rücke vor. Er ist hier. Tyrant! Er lebt! Scheiße, nochmal. Sie fliegen ihn raus. Wir müssen ihm folgen. Er bringt uns zur Waffe. Verstanden. Bin da. Ja, genau. Weißt du, alles ist in Schutt und Asche. Er hat natürlich überlebt. Man kennt ihn. Scheiße. Ja, nur diese Hinterhefte. Wie schön. Verzeihung. Okay, pass auf, wir machen erstmal Suicide-mäßig eine Kontrolle, wo wir hin müssen. So, hier wäre schon mal ein Teil. Ha, okay. Boah, jetzt hab ich... Oh Gott. Ich kann sagen, jetzt hab ich da Halsschmerzen. Wollen wir reden, Digga. Unglaublich. Ja gut, mit den Kollegen wollen wir uns jetzt vielleicht nicht anlegen. Was von Down gehen gehört, ist eine Option, die ihr vielleicht mal wählen solltet. Ihr euch sehr verbunden. So, Frage ist, was müssen wir noch kaputt machen? So, dankeschön dafür. Weiter geht es. Aha. Guck mal hier. Aber noch immer tut sich nichts. Helm, ich bin direkt über Ihnen. Nutzen Sie die Gravitationsbrunnen. Oder auch doch. Ah, tschüss. Ich gehe vor. Alles klar. Dann geh mal vor. Bevor ich gleich verrecke. Du musst ja nicht so tippeln. Hey, weg da! Passen Sie mit den Trümmern auf! Ken, Achtung! Der Boden sich so bewegt. Hängt euch Nacht. Ja, ich nehme mich in Acht, keine Sorge. Aha. Also vielleicht soll ich doch da hingucken. Jetzt hätte ich fast das Wichtigste verpasst. Es landet. Es hat die Erhöhung passiert. Was? Wohin? Ach, ich weiß doch nicht wohin, Mädel. Er ist immer nur los. Jetzt dahin und dorthin. Ich weiß gar nicht, wo da und dort ist.
Macht mich doch nicht mal wahnsinnig. Das sieht cool aus. Eine Karte. Ich sehe ihn. Er führt uns direkt zur Waffe. Schwer bewacht. Wir müssen die mobile Scan-Einheit deaktivieren. Ich suche einen anderen Weg. Wenn wir flankieren, haben wir bessere Chancen, durchzukommen. Denken Sie dran, Kellen. Nicht die Waffe einsetzen. Auf gar keinen Fall. So weit wird es nicht kommen. Jetzt sah sie übelst alt aus. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Okay, rein aus Interesse. Ich sterbe vorher. Also uninteressant. Komplett uninteressant. So, einmal nach hinten bitte. Dankeschön. Ich weiß auch nicht, wie das richtig funktionieren sollte. Da muss das Teil mich noch halten können, aber okay. Und noch einmal bitte. Okay. Ja, genau, ich habe die Waffe einfach wieder weggelegt. Man kennt ihn. Die Sache, warum ich runtergesprungen bin, ja? Also rein theoretisch, wenn ich da hinkomme, sollte ich aufgetrieben werden. Aber natürlich war dem nicht so. Wiedersehen. Ich gehe zum Eingang. Sie kümmern sich um die mobile Scan-Einheit. Ich sehe die Basis. Yikes. Die sind wirklich schwer bewacht. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Hüpfer! Okay. Das ist das Problem mit diesen Idioten. Mit deren Schild unten ist, sind die noch längst nicht tot. Das sind die kleinen, einfachen Teile, alles klar. Ich dachte schon, wir haben jetzt hier wieder irgendwelche neuen Waffentechnologien. Aber nein. Wir haben da kompletten Bullshit nur.
Ein bisschen Pillepalle. Wie meine Mutter sagen würde. Da wurde also schon ein Turm informiert, dass ich da bin. Das empfinde ich als äußerst unerotisch. Ich muss jetzt erstmal die normalen Leute ausschalten. Warum stirbt er eigentlich nicht? Sag mal, seid ihr Gott oder was? Sind einfach Göttersprösslinge. Ja, oder auch nicht. Ja, wahrscheinlich hast du mich gesehen, Digga. Wirklich junge Götter. Sie sterben einfach nicht. So aus dem Leben geböllert. Kleine Misset. So, diesmal hast du mich nicht gesehen. Aber er schießt trotzdem auf mich. Frage ist, wie mache ich jetzt euch kaputt? Oh, es wäre auch schön, wenn einem das angezeigt wird, was genau man machen soll, um irgendwas zu bekommen oder hinzukriegen. Ich persönlich weiß jetzt wieder nicht, wo ich was machen soll oder wie. Hier wird halt nur gesagt, infiltrieren Sie die Basis und finden Sie Tyron und die Waffe. Zerstören Sie die mobile Scan-Einheit, zerstören Sie die Energiequelle, Dankeschön, Spiel. Danke für nichts. Da kann ich auch meinen Kuschel-Teddy fragen, der weiß wahrscheinlich mehr. Kein Kreuz angezeigt. Denn auf was genau ist das Ziel? Muss ich wohl schon wieder bei Kirschdorf vorbeischauen? Ist doch unglaublich, Alter. Ich hasse dieses Spiel so sehr.